Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Angelos. In der letzten Folge, Moment, nein, ich will hier nicht weg. In der letzten Folge haben wir die Herausforderung des Spechts gemacht und jetzt können wir, wir können so eine komische Attacke machen. Geht diese? Lohnt halt gar nicht. Die letzte Folge war auch richtig der Scheiß. Das funktioniert hier auch schon wieder nicht. Wenn das natürlich sehr stark ist, dann ganz toll. Es funktioniert halt auch nicht immer. Man muss nach unten drücken, dann nach links oder rechts und dann angreifen, dann macht er diese komische Attacke aber halt auch irgendwie nicht immer, keine Ahnung. Ich finde die nicht so toll. Dafür, was man dafür machen musste, ist sie echt nicht so geil. Auf jeden Fall werden wir heute wieder erstmal nach Celestia gehen und, wo war denn Celestia? Hier, Celestia. Und gegen den Bischof kämpfen, denn ich will auf jeden Fall die Argelos-Rüstung haben. Was noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Schwert. Eins fehlt uns nämlich noch. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich das herbekomme. Hier, dieses das Drachenschwert. Das fehlt doch irgendwie. Wird uns aber wahrscheinlich auch egal sein einfach, weil wir sowieso nichts aus das Argelos-Ausrüstungszeug haben. Und deswegen würde ich sagen, wir geben einfach mal unser ganzes Geld hier aus. 10.000 gelbe Edelsteine gegen 1.000 violette. Klingt nach einem fairen Deal. Das machen wir jetzt einfach mal kurz, bis wir Level 15 zumindest sind. So, Level 15. Okay, es bringt keine Errungenschaft, aber zumindest ein Level up. Dadurch sollten wir auch wieder ein bisschen stärker geworden sein und eventuell auch ein bisschen mehr aushalten tun können. Also ich glaube, unsere Rüstung und sowas wird dadurch auch besser. Ah, ich hasse alles. Und ja, wir gehen jetzt kurz zu diesem Bischof. Wenn ich denn da hinkomme irgendwie. Und probieren nochmal gegen den zu kämpfen. Und dann haben wir auch eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Also nach dem Bischof, dann haben wir halt die krasseste Rüstung und auch das krasseste Schwert, was wir so benutzen können. Und ansonsten müssen wir ja nur noch den Boss im Donner-Dungeon töten. Und dann eigentlich nur noch Valions Burg und dann sind wir ja schon fertig. Von daher ist das schon das Endgame hier. Ich glaube, das gehört noch so zwei Folgen oder so und dann sind wir durch. Weißt du, wo wir sind? Bla 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 bla. Ja, schön. Ich habe mir überlegt, wie man den hier besiegen kann. Der ist erstens voll assig, aber wir können ja einfach, hoffe ich zumindest, dass wir unsere Blubberblasenfähigkeit hier irgendwie einsetzen können. Ja, können wir. Okay, wenn wir da nicht getroffen werden, dann sollte das vielleicht gut gehen. Genau, dann können wir hier so ein bisschen schweben zumindest. Ich glaube, das ist eine gute Sache und wir kriegen auch ein bisschen mehr Schild dadurch. Dann haben wir halt einfach ein bisschen mehr Zeit zum Ausweichen. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Guck, so trifft er uns zum Beispiel gar nicht. Ich glaube, das ist, wie man den hier besiegen kann. Einfach mit der Blubberblase. Alter, da habe ich sogar die Spechtfähigkeit eingesetzt. Die war bestimmt richtig krass und hat ihn richtig viel Schaden gemacht. Nein. Aber okay, die Attacke ist halt immer noch assig. Aber wenn man halt im freien Fall ist, dann ist das wirklich schwer. Aber so geht das eigentlich voll fit. Wir treffen ihn halt relativ selten. Vielleicht greift er wahrscheinlich wieder an. Jo. Aber wir sind perfekt wieder ausgewichen. Also alles cool. Kann ein bisschen dauern jetzt, dieser Fight. Und der ist wahrscheinlich auch nicht so spannend. Aber es zieht uns jetzt auch nicht so viele Leben ab, dass das irgendwie assig sein sollte. Oh, ein Glück haben wir auch einen Herb. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob ich einen Herb habe. Oh Mann, ey. Habe ich denn das richtige Schwert ausgerüstet? Ja, jetzt geht er wieder rüber. Mach doch, was du willst. Na, komm mal runter hier. Das wird ein langer Fight werden. Ja, Leute, keine Ahnung. Ich finde, das Spiel ist ein bisschen komisch geworden zum Ende hin. Aber irgendwie, mein Ehrgeiz lässt mich dieses Spiel zu Ende spielen. Es ist, keine Ahnung, es ist dieses Dark Souls-Prinzip. Es ist assig, obwohl Dark Souls noch spaßiger ist irgendwie. Und auch nicht so assig irgendwie. Aber irgendwie mein Ehrgeiz ist da. Dann ist es vielleicht eher das Osu-Prinzip. Na, Osu ist aber auch mehr Spaß, weil es einfach Musik ist. Und Musik ist sowieso geil. Ich weiß nicht, Leute, ich kann das nicht erklären. Ich bin halt einfach so ein Kämpfertyp irgendwie. Also wenn's, ja, weiß ich nicht. Dann kann man das vielleicht mit LOL vergleichen. LOL macht mir nämlich zum Beispiel im Ranked gar nicht so viel Spaß, aber ich spiele es trotzdem die ganze Zeit. Einfach weil. Weil ich Sachen erreichen will. Und das möchte ich in diesem Spiel auch. Einfach weil ich Sachen erreichen will. Ist das verständlich, Leute? Ich weiß es nicht. So, ich glaube, wir schaffen den auf jeden Fall. Wir haben auch noch unseren Herb. Ich hoffe, wir haben auch noch einen Trank mitgenommen. Wenn nicht, dann wäre richtig schade. Aber ja, wenn ihr Probleme mit dem Typen hier habt, dann nutzt einfach eure Blubberblase. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass kaum einer von euch dieses Spiel jemals spielen wird. Aber ich kann ja trotzdem Tipps raushauen. Oh, er ist in seiner zweiten Phase. Okay, er macht jetzt einfach nur größere Dinger hier. Unser Herb ist eingesetzt. Wir müssen gleich darauf achten, dass wir auf jeden Fall nicht sterben, hoffentlich. Ist ein bisschen nervig, dass wir ihn immer nur ab und zu treffen können. Und dass ich die ganze Zeit den Scheiß hier gedrückt halten muss. Ich muss sagen, mein Daumen tut schon ein bisschen weh, weil ich die ganze Zeit drücken muss. Oh, schön ausweichen. Jetzt macht er wieder seine komische Attacke. Oh, da tut. Er hat mich echt getötet? Nein, das wird ja ewig dauern, den nochmal zu besiegen. Er hat 4 Leben abgezogen damit, oder was? Ich hatte doch noch voll viele Leben. Oh, lame. Okay, ich hole mir nochmal kurz einen Herb oder probieren wir es nochmal.
okay. Boah, die zweite Phase ist echt assig. Ich bin nochmal gegen den gestorben. Ich habe jetzt ein paar Mal häufiger diese Spechtfähigkeit eingesetzt. So schlecht ist sie gar nicht, weil man dann auch in der Luft stehen bleibt, aber trotzdem. Glückwunsch, du hast die Prüfung bestanden. Oh, jetzt kriegen wir endlich die Argulos-Rüstung. Jetzt sollte alles einfach werden. Gut, du hast dich als würdig erwiesen. Trage Argulos-Ausrüstung. Okay, hat sie uns einfach angezogen. Und da kommt das klare Wasser zum Einsatz. Und jetzt erstrahlt sie in neuem Glanz. Sie werden einfach zum Super Saiyajin. Okay, sieht ganz nice aus, glaube ich. Danke. Hast du noch was zu sagen? Du hast die mächtigste Ausrüstung der Welt. Aber bereite dich auf deinen Kampf gegen Valion bestmöglich vor. Mache ich. Valion kann ja nicht so schwer sein wie alles andere hier. Sieht schon cool aus, die Rüstung. Die ist zwar so ein bisschen lila-pinkig, aber doch gefällt mir ganz gut vom Aussehen. Jetzt schauen wir mal kurz nach. Was hat das denn für Werte, diese Ausrüstung? Ich muss echt dreimal gegen den Typen kämpfen. Beim dritten Mal hat es erst funktioniert, leider. So, wir 240. Okay, zumindest nochmal eine Verbesserung. Von Mathe 35 plus 40 sind 75. 75 verbessert nochmal. Und die Ausrüstung auch nochmal zumindest um 10. Ist nicht so toll, oder? Nur 10 besser. Aber die Ausrüstung ist sowieso so ein bisschen komisch. Na, mal schauen. Auf jeden Fall sollte das jetzt einfacher werden, auch im Donner-Tempel gegen die beiden Bosse da. Und da gehen wir jetzt auch hin. Beziehungsweise, wir rechnen erstmal mit dem Typen hierher. Guck mal, ich habe eine Argulos-Rüstung. In dieser Richtung befindet sich ein Erdbau, bla bla bla. Juckt ihn nicht, dass wir eine Argulos-Rüstung haben. Na gut. So, aber bevor wir zum Boss gehen, ich wollte nochmal... Ich habe nämlich während des Schneidens gesehen, dass es bei dem Drachendude... Nee, warte, ich glaube, ich muss sogar hier oben bleiben, oder? Bei dem Drachendude, der war hier weit, ein bisschen weiter rechts beim Turm von Babel, da gab es einen NPC, der da rumgegammelt ist. Und da versuche ich jetzt mal hinzukommen. So ein gelbes Viech, keine Ahnung, was er da macht, keine Ahnung, was er will. Aber man musste auf jeden Fall, glaube ich, durch die Wolken durchfallen, um zu denen zu kommen. Und das probiere ich jetzt mal kurz, ob ich da irgendwie hinkomme. Müsste er an sich hier unten sein, oder? Ja, stimmt, hier konnten wir auch nicht vorbei. Und hier unten muss das irgendwo sein. Ich setze mal meine Blubberblasenfähigkeit ein, damit ich weiß, wo ich genau hin muss. Oh, da drüben ist auch noch was. Nein, da oben, da hätte ich hingemusst. Verdammt, genau da oben. Ah, shit, okay, dann nochmal. So, okay, also wir haben 4 Blitze, um da jetzt rüber zu kommen. Mal gucken, ob das langt. 1, 2, ja, easy. Okay, er verkauft uns hier, den habe ich nämlich gesehen, im Schnitt. Der verkauft uns auf jeden Fall, nein, Herzcontainer. Für 1 Million? Ja, ist gekauft. Scheiße. Mann, ich habe das für mein Level aufgebaut. Ich bin überrascht, eine Kunde zu begegnen. Hier lassen sich keine guten Geschäfte machen. Kannst du vielleicht einen guten Standort für meinen Laden? Bei dir? Neben dem Wald? Klingt ziemlich gut. Erlaubst du, dass ich mich hier niederlasse? Klaro, vielen Dank. Besuch mich doch. Hier und da. Bei dir zu Hause. Ich werde dir sehr gute Preise machen. Okay, dann wird das Ding wahrscheinlich... günstiger sein. Jetzt zieht er hier um. Zu uns nach Hause. Okay, also ab nach Hause. Hui. Ach, ist das schön, mal wieder nach Hause zu kommen. Das hatte ich lange nicht mehr, Leute. Hier ist bestimmt noch irgendwas, was wir ganz am Anfang noch nicht machen konnten, aber jetzt machen können. Oder so. Ja, wir können da hoch zum Beispiel. Hier oben rechts können wir noch hin. Hallo. Und wie lebt es sich so bei mir zu Hause? Fühl dich wie zu Hause? Also wie bei deinem Zuhause? Ich habe zwar keine Küche und auch kein Badezimmer und so, aber damit kommst du klar, oder? Du kannst einfach aus dem Fenster scheißen. Ich meine, du bist ein Drache, du kannst auch einfach in die Wolken fliegen und runterkacken. Danke, dass du mich hier handeln lässt. Sehr gerne. 150.000, das ist ein sehr gutes Angebot. 250 Edelsteine, das kann man ruhig mal machen. 150.000 können wir uns auf jeden Fall mal leisten. Hatten wir eben schon fast. Ja doch, das ist ein nettes Angebot. Komme ich auf jeden Fall noch drauf zurück. Und guck mal, jetzt können wir hier oben nämlich auch noch lang. Hier ist noch eine goldene Kiste mit noch einem Herzen drin. Okay, so das hat sich doppelt gelohnt, den Typen da zu holen und ihn auch zu erlauben, dass er bei uns zu Hause sein darf. Cool. Das gefällt mir auch immer. Das ist zwar so ein Klassiker, dass irgendwie am Anfang einer Reise, dass wenn man dann irgendwann nochmal zurückkommt, dass da dann Sachen sind, die man zu Beginn noch nicht machen konnte. Aber trotzdem finde ich das ganz cool. Diese Ebolax sind einfach so krass stark, das ist unfassbar. Das sind bisher die stärksten Geister, die ich bisher hier gesehen habe in dem Spiel. Aber ja, dann gehen wir jetzt einfach in die dunklen Wolken, würde ich sagen, oder? Und besiegen da den Boss. Guckt euch, by the way, mal die Reichweite von diesem Schwert an. Wie hoch der einfach schlägt. Auch zur Seite und so. Aber selbst nach oben, richtig krass. Ohne Witz.
Die Rüstung ist auch mega gut, also da verliert man wirklich kaum Leben. So, und mit gestählter Brust, im wahrsten Sinne des Wortes, und auch besserem Schwert und allen möglichen auch noch ein Leben mehr, bin ich jetzt sehr gespannt, ob die beiden Bosse hier eventuell ein bisschen einfacher werden. Eventuell werden sie ja genauso einfach wie der komische Drache ganz am Anfang. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall erstmal Rüstung hier. Rüstung ist immer gut. Aber ich glaube schon, dass sie jetzt auf jeden Fall einfacher werden sollten. Wenn die einfach mal alles einsetzen. Wir haben halt auch die ganze Zeit Leben. Also ich glaube, dieser Boss ist sowieso darauf... Oh, Moment. Wir sollten dann vielleicht auch mal die Leben mitnehmen, wenn wir die hier schon alle kaputt machen. Ich glaube, der Boss ist darauf ausgesetzt. Was? Eingesetzt? Ausgelegt? Ausgelegt. Das klingt besser. War es das schon? Dass man... hier recht viele Leben verliert. Deswegen sind da auch die ganzen... Hallo? Nein, das war dumm. Okay, man kommt wirklich gar nicht dagegen an. Okay, dann warten wir einfach mal, ob irgendwas passiert. Wir müssen die jetzt wahrscheinlich einfach mit den Feuerdingern hier vernichten. Toll, das kann ja dauern. Also ich komme auf jeden Fall nicht dagegen an. Ich kann mir vorstellen, dass wir mit unserer... Ja, mit unserer Blitzfähigkeit kommen wir dagegen an, aber dann müssen wir halt alles ausweichen. Und komm her. Nein, ich wollte die Leben gar nicht. Verdammt. Dann nehme ich sie halt mit. Aber ich will die gar nicht. Komm her jetzt. Ich töte euch. Okay. Ja, das war schon mal richtig. Die haben auch drei... drei Formen. Oh, ja, guck, der war jetzt auch einfach. Wir brauchten nicht mal unseren Herb dafür. Das ist immer schade. Man muss nur einmal besser werden und dann ist alles super easy. Okay, wir haben Lebensupgrade bekommen. War aber auch ein schön designer Boss, muss ich sagen. Vielleicht kriegen wir die 150.000 voll. Nee, aber zumindest ein bisschen. 70.000 ist nicht schlecht. Schon mal die Hälfte. Dann kriegen wir hier jetzt auch das letzte Element. Und dann kann Valion ja eigentlich auch nicht so schwer sein. Wenn Valion schwer wird, obwohl wir all diesen Kram hier haben, dann weiß ich auch nicht weiter, Leute. Das Element des Lufttempels. Jetzt sind wir der wahre neue Avatar, Leute. Wir sind der wahre neue Avatar. The power of the air is yours. Jetzt sollten wir alle haben, oder? Ja. Uns fehlt noch eine Schriftrolle. Keine Ahnung, wo ich die herbekommen soll. Und uns fehlt noch ein Schwert. Das Drachenschwert. Aber wir brauchen das nicht, Leute. Ist ja auch egal. Wir wollen keinen 100% Run machen. Von daher ist uns das alles egal. Auf zu Valion! Hallo, ich hab jetzt alles. Oh, du hast die Essenzen der vier Elemente wieder vereint. Dank dir kann ich die Lichtessenz synthetisieren. Bling, bling, blang, 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 blang. Feuer, Erde, Erde. Was war das andere? Luft. Vereinigt zum Lichtelementar. Du hast die Lichtessenz. Toll. Was macht die? Nun kannst du die Risse durchqueren, die zur Welt der Dunkelheit führen. Kriege ich noch irgendwie eine neue Fähigkeit dadurch? Hallo Leute, ich hab jetzt alles. Es war ein Glück, dass ich hier war, um diese dämonischen Kreaturen zu bekämpfen. Die Prinzessin sieht glücklich aus. Ihr alle sind bereit, für das Königreich zu sterben. Okay, aber ihr macht gar nichts. Du hast mich gerettet und nur noch meinen Anhänger zurückgebracht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Lol, die hat eine eigene Melodie? Hab ich gar nicht mitbekommen. Die Tore in die Welt der Dunkelheit sind offen. Die Lage ist ernst. Wir alle zählen auf dich. Ja, ich gehe jetzt dahin. Die Musik ist schön von ihr. Ich mag ihr Team. Na, was sagt denn noch der Seher? Der sagt bestimmt auch irgendwas Cooles. Ich sehe eine Tür, die in die Welt der Dunkelheit führt. Gleich hier im Untergeschoss des Schlosses. Ich weiß, wo diese Risse sind, aber okay, danke. Oh, sagt ihr vielleicht noch irgendwas? Ich hoffe, du bist der Aufgabe gewachsen. Das hat er schon von Anfang an gesagt. Die Tore zur Welt der Dunkelheit stehen offen. Noch können wir die Dörfer beschützen, aber für wie lange? Da fehlt ein Fragezeichen. Kommen wir da hoch? Schade. Na gut, dann jetzt ab ins letzte Gebiet. Ich bin sehr gespannt. Okay, ab in die Dunkelheit. Dunkelwelt betreten, jupp. Hui! Er springt einfach rein. Das geht nur mit der Lichtessenz, Leute. Nur mit der Lichtessenz konnt ihr da reinspringen. Okay, wir sind jetzt im Gebiet der Dunkelheit. Hier sind auch nur diese Billo-Gegner. Solange hier nicht überall Nebulax sind, finde ich das okay. Level Up haben wir auch noch bekommen, Level 16. Ich weiß, dass man mit Level 20 noch eine Errungenschaft bekommt. Ich glaube, ich kriege das zwar jetzt in diesem Let's Play nicht mehr hin, aber nur so als kleiner Hinweis. 35.000 XP braucht man jetzt, das ist krass. Es gibt auch eine Errungenschaft, dass man das alles schaffen soll, bevor man Level 10 wird. Hier kommt einfach ein Miniboss. Warum? 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 Na gut. Wenn du meinst, hier, ich habe das Valion-Schwert, du kannst mir gar nichts. Wo bist du, hä? Wo bist du? Ich töte dich. Ich muss dich ein paar Mal hitten, damit ich dich treffen kann. Ach, du beschwörst kleine Wesen, so. Aber die sind ja alle One-Hit. Können ja dann gar nichts.
Was soll das, hä? Wieso machst du das? Wieso kommt hier vor allem. Wieso kommt hier so ein Miniboss, der aber keinen Schaden macht zum Glück? So, wir können jetzt auch mal unsere richtig coole Spechtfähigkeit hier einsetzen. Wenn wir das hinbekommen. Warte. Ja, Spechtfähigkeit. Huah! Guck, man bleibt dann nämlich so in der Luft. Das ist eigentlich voll cool. Und ich glaube, ja, damit trifft man dann halt den Gegner auch ein paar Mal. Und stunlockt den so ein bisschen. Ich spam jetzt einfach alles, Leute. Das ist jetzt wie Tekken hier. Jetzt kommen die ganzen Tekken-Leute. Tekken ist nicht einfach nur Spam von irgendwelchen Zeug. Aber man kommt trotzdem gut klar in Tekken, wenn man einfach nur seine Attacken spammt. Pau, 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 pau. Und da ich sowieso recht wenig Leben von dir, ist das auch alles egal. Ja, Leute, solange ich mein Herb nicht verliere. Pau, 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 pau. Stirb, du komisches Viech. Du siehst aus wie meine Haare. Nein, nicht wirklich. Aber wie meine Haare, wenn ich sie 3 Monate wachsen lasse. Shit. Kannst du... Nein, ich habe mein Herb tatsächlich noch verloren mit dem letzten... Mit dem letzten Hit habe ich noch meinen Herb verloren. Das ist ein bisschen schade. Money, 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 money. Gar nicht mal so viel Money. Hm. Vielleicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch die 150.000 hinbekommen. Dass wir da noch einen Herzcontainer uns irgendwie holen. Ah, der war einfach nur dafür da, dass hier das Tor von Valions Burg aufgeht. Das Siegel ist geschwächt. Oh nein, wir müssen jedes Siegel besiegen. Okay, das macht Sinn. Okay, wo war denn noch eins? Bei dem Turm von Babel war noch eins, das weiß ich. Achso, und im Wald. Im Wald gab es auch noch eins, wenn ich mich recht entsinne. Ja, Leute, ich habe das im Wald nicht gefunden. Deswegen gehen wir jetzt hier neben Dorf Vierer hin und gehen da in die dunkle Welt. Aber irgendwo gab es noch eins. Ich habe so vergessen, wo es ist. Ich glaube, im Wasser war keins. Ich glaube, in Celestia war auch keins. Von daher, keine Ahnung, wo das andere ist. Ich muss sie gleich nochmal suchen. Aber jetzt erstmal die Dunkelheit in Dorf Vierer. Ich weiß nicht, ob Dorf Vierer... Dorf Vierer ist wahrscheinlich schwerer. Ich kann mir vorstellen, dass das unter dem Schloss am einfachsten war. Hier in Dorf Vierer wird es am zweitschwersten sein. Und das letzte ist dann das schwerste oder so. Aber was weiß ich denn schon. Aber ich denke mal, es sind überall dann so Bosse. Ich hoffe, die haben alle noch andere Fähigkeiten. Und nicht, dass es immer derselbe Boss ist. Okay, es ist ein anderer Dude. Okay, dann macht das auch anderes. Cool, dann sehen wir ja noch 3 Bosse mehr. Dann ist das vielleicht doch so ein bisschen wie bei Zelda. Ich habe ja damals schon gesagt, dass man nach den 4 Elementen, dass ich hoffe, dass danach noch irgendwas kommt. Also noch irgendwie andere Bosse und nicht, dass man einfach nur die 4 Bosse da macht. Und dann Valion besiegt. Und das ist tatsächlich so gekommen. Also hier sind zumindest noch so ein paar andere Bosse. Das finde ich sehr, sehr gut. Das feiere ich zumindest, aber ich glaube, wir sind trotzdem einfach viel zu stark für alles hier. Ich kann trotzdem mal versuchen, so ein bisschen auszuweichen, damit ihr zumindest denkt, dass ich ein bisschen Skill halte in diesem Spiel. Gelingt mir das ein bisschen, Leute? Gelingt mir das ein bisschen? Irgendwie war... Okay, der ist schwächer irgendwie als der erste Geist. Guck mal, der zieht uns nicht mal unseren Herb ab. Wir können aber die ganze Zeit in ihn reingehen. Ist egal. Ich meine, wir haben ja auch die krasseste Rüstung und Schwert von allen und eigentlich kann er uns gar nichts. Wollen wir ihn zumindest machen lassen, dass er uns sein Herb abziehen kann? Nee, oder? Nee, nee. Er nicht. Das durfte nur der Erste. Auch vom Designer gefiel mir der Typ hier auf jeden Fall besser. So, guck mal, haben wir schon 120.000 Gold. Fehlt nicht mehr so viel. 34.000, dann können wir uns noch ein Herzteil holen. Das Siegel ist ein bisschen... Oh, es sind doch nur 2. Das Siegel ist zerstört? Ich dachte, es gibt 3. Ich dachte wirklich, dass im Wald noch einer ist. Okay, es gibt nur 2. Das ist interessant zu wissen. Ich fände noch cool, dass, weil wir jetzt die Typen hier ein bisschen angegriffen haben, wenn dann ein paar Geister weg wären aus der Overworld. Das fände ich ganz cool. Und wo war jetzt seine Burg? Ich glaube, die war hier rechts bei Palulu irgendwo, oder? Ja, hier ist die Burg von Valion. Bin sehr gespannt, Leute. Ich bin sehr gespannt, wie stark er sein wird. Ob das nochmal ein ganzer Dungeon sein wird. Und überhaupt, gab es hier rechts noch irgendwas? Ne, hier haben wir die Leier her, ne? Ja. Okay, Valion, hi, ich bin da. Ich werde die Welt retten vor deinen Schandtaten. Kann man hier überall reingehen? Nee, das ist sehr gut. Kann man hier reingehen? Auch nicht. Gut, letzter Dungeon, Leute. Dann sind wir endlich durch mit diesem Spiel. Das freut mich sehr. Er hat goldene Ritter engagiert. Gibt's ja gar nicht. Warum kämpfen die goldenen Ritter für ihn? Das ist ja assig. Das finde ich nicht gut, Leute. Vor allem, der hat voll das krasse Schwert. Guck mal, der hat fast so ein krasses Schwert wie wir. Hat vielleicht sogar noch ein krasseres Schwert als wir, weil er einfach eine größere Reichweite hat. Okay, du hast ganz schön viele Leben, muss ich sagen. Was? Aber wir haben eine gute Rüstung, deswegen können wir uns das leisten, wenn die uns ein paar Mal angreifen. Oh, neuer Gegner. Ich finde das so toll, dass sie in jedem Dungeon wirklich immer einen neue Gegner gemacht haben. Ich glaube, das langt schon. Ups. So. Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen doof, Leute. Ich glaube... Ja, uns fehlt jetzt ein bisschen Magie. Ach, shit. So, second try, easy peasy.
Ich hoffe, ich brauche nicht noch mehr Magie, um jetzt hier hochzukommen. Nee. Die Viecher sind garantiert nur dafür da, dass man auch Magie bekommt. Sogar Leben, das ist sehr nett. Oh, hier ist Wasser. Okay, also hier müssen wir jetzt garantiert wieder all unsere Fähigkeiten einsetzen. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm wie bei der Specht-Herausforderung, weil die war wirklich mega assig. Zumindest die eine Herausforderung, die war echt mega kacke. Ich hoffe, sowas muss ich nie wieder machen. Oh, na, okay. Lol, okay, man muss auf jeden Fall mit einem Schlag durchkommen. Wenn man einmal getroffen wird, dann ist man einfach tot. Mann, super assig dieser Kack schon wieder. Nein, nein, nein! Come on, lass mich doch da hoch! Ich habe jetzt keine Energie mehr. Der verarscht einen auch mega! Was ist denn los mit ihm? Ohne Witz, ich komm da nicht mal hoch! Du dummer Bastard! Jetzt lass mich hoch! Ohne Witz, der killt mich noch, weil er einfach so assig platziert ist. So, jetzt aber. Kannst du bitte mich nicht jedes Mal runterschubsen? Ohne Witz, du kannst mich mal. Super assig platzierter Gegner. Super assig. Da sind diese Haie hier unten auf jeden Fall sehr viel netter. Ohne Magie kommt man da... Mann, kommt man da echt richtig schlecht vorbei. Kann ich nicht einfach... Warte, hier und dann so? Oh, ich hätte einfach meine Blitzfähigkeit einsetzen sollen. Dummkopf Dizzy. Aber zum Glück ist mir das wieder aufgefallen. So, da ist wieder so ein komischer Dude. Aber diesmal habe ich nicht mehr so viele Leben. Deswegen ist das ein bisschen doof. Ich will aber ehrlich gesagt gar nicht gegen ihn kämpfen. Deswegen stirb mal einfach. Ich habe keinen Bock gegen dich. Zieht er viele Leben ab? Na, geht so, ne? Eigentlich bräuchten wir unser Herb halt wirklich, um bis zu Valion zu kommen. Aber ich glaube, wir verlieren es davor noch. Hier unten ist ein Gitter und da oben ist ein Gitter. Wenn wir runterfallen, dann ist bestimmt schlecht. Keine Ahnung, was dann passiert. Warte mal, ist hier unten... Können wir da irgendwo landen? Nee. Okay, also was müssen wir tun? Wir müssen... Ist doch eigentlich egal, oder? Langt das nicht, wenn wir hier einfach schon unser Feuerding durchmachen? Scheinbar nicht. Das wird doch höchstwahrscheinlich zurückgesetzt. Heißt, wir müssen... Was müssen wir denn machen? Also wir müssen hier ein Feuerding hinsetzen. Okay, schon klar. Hier ein Feuerding, dann recht schnell hoch. Ich glaube, das langt nicht von der Zeit. Ah doch, es hat gepasst. Man hat sehr viel Zeit mit dem Feuer tatsächlich. Da Feuerding. Dann hier hoch. Mann, ja, dann natürlich auch treffen. Jetzt haben wir wieder keinen Mana. Dieses Mana ist echt schlimm. Ja, okay. Lass mich, lass mich, lass mich. Feuerding. Man muss das ja nur anpassen. Oh, ich komme da einfach nicht durch. Ich sterb hier. Ja, ja, egal. Danke. So, ist doch gar nicht so schwer. So, haben wir das auch. Ist quasi wie diese Specht-Herausforderung. Nur einfacher. Wehe, hier kommt noch so eine Herausforderung, wo wir wieder diese Maulwurfsattacke machen müssen. Dann habe ich wirklich gar keinen Bock. Ich will sowas nie wieder machen. Das war in der Specht-Herausforderung richtig kacke. So, okay, ich habe auf diesen ganzen Gegner auch keine Lust, to be honest. Ich gehe einfach mal durch die durch. Ich glaube, das ist die beste Methode. So, kommt mal her, damit ich ein bisschen Magie noch bekomme. Vielen Dank. Dich auch noch. Dankeschön. Genau, hier brauchen wir die nämlich. Hui, hui. Ja, egal. Solange man da trotzdem durchkommt, ist ja alles cool. Die Gegner finde ich richtig assig, weil die... Teile, die die ausspucken, zielsuchend sind. Zumindest am Anfang. Also sie wissen zumindest, wo sie hin müssen. Gut, ich habe wirklich... Ja, okay, cool. Noch ein neuer Gegner. Gar keine Lust gegen dich. Muss ich hier alles vernichten? Muss ich zumindest den Typen vernichten? Höchstwahrscheinlich. Damit ich... Nein, damit ich ja weiterkomme. Ich muss das jetzt nicht alles normal machen, oder? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich habe keine Lust dazu. Ich habe keine Lust dazu. Bitte nicht. Nein, 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 nein. Ich starte am Anfang des Lunches, oder? Oh, nö. Ich habe nicht drauf geachtet. Leute, ich habe mich dafür entschieden, einmal kurz Geld zu farmen, weil ich dann hier diesen Herzcontainer bekomme. Dann haben wir zumindest einen Herzcontainer mehr, das ist ja ganz nett. Okay, dann Second Try, Leute. Dass wir hier eventuell durchkommen. Ich habe jetzt auf jeden Fall mehr Leben als beim ersten Mal. Okay, den kann ich jetzt nicht mehr so leicht vernichten. Aber natürlich trifft er mich. Wir haben mehr Leben, wir haben noch unseren Herb, wir haben auf jeden Fall auch noch ein...
Trank haben wir auch noch. Sieht also diesmal auf jeden Fall sehr viel besser aus. Ich werde wahrscheinlich trotzdem einfach wieder durchlaufen hier. Weil... bringt halt alles nichts hier, gegen die zu kämpfen. Das ist super dumm, gegen die zu kämpfen. In diesem nächsten Raum müssen wir sowieso gegen alles kämpfen. Also alles cool. Beziehungsweise in dem Raum dahinter. War klar, dass ich ihr Leben verliere, aber ist okay. So, hier müssen wir, glaube ich, alles vernichten. Wenn mich nicht alles irrt. Weil sonst wüsste ich nicht, wie man hier weiter dran vorbeikommen soll. So, das Viech da oben nervt natürlich mega. Komm, stirb. Das Viech da oben ist richtig dumm. Nach wie vor. Ich hoffe, diese Viecher sind nicht bei Valier noch mit an der Reihe. Der ist auch doof. Was macht man gegen ihn? Einfach rauf und raufballern? Okay, alles klar. Habe ich gehört. Mache ich das so. Zack, zack, zack. Hier, krasse Attacke. Bam, 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 bam. Ich habe nämlich krasse Attacken. Ich habe hier super geil. So, wir ballern einfach alles auf ihn rauf. Diese Spechtattacke ist super gut. Ja, wir haben ihn vernichtet, ohne unseren Herb zu verlieren. Okay, und jetzt geht's hier auf jeden Fall weiter. Okay, wir mussten also auf jeden Fall alles vernichten. Hier ist ein Knopf. Ich hoffe, der ist nicht bad. Wir kommen oben weiter. Aber was ist denn noch hier unten? Was ist hier unten, hä? Was hältst du mir vor? Da geht's auch noch weiter. Also wir können oben links und unten rechts lang. Ich weiß nicht, ob ich hier hingehen will. Hier ist noch so ein... okay. Hier ist noch ein Riss. Ich denke mal, dadurch können wir... Valion noch ein bisschen mehr schaden. Nein, da ist Valion. Shit, was wäre oben links gewesen? Nein, wehe, da ist ein Speicherpunkt. Und ich müsste... fuck, das wäre richtig kacke, wenn ich gleich alles nochmal machen muss. Ah, du bist also der, den Götter geschickt haben, um mich aufzuhalten. Sie wollen mich einfach nur erniedrigen, so wie sie es schon immer taten. Ich nehme an, du weißt nicht wirklich, wer du bist. Du glaubst, du wärst schon immer Teil dieser Welt gewesen, ja. Das hatte ich von dir auch erwartet. Aber als ich erfuhr, wer ich wirklich war, nämlich nur eine Marionette im Dienst der Götter, da begehrte ich auf. Und ich werde es dich bereuen lassen, dass du hierher geschickt wurdest, in den ich dich vernichte. Ach, das tut in der Stimme wesentlich zu reden. Okay, Final Boss Action hier, Leute. Final Boss Action. Ich verliere gleich schon mein erstes Leben. Ey, wehe, da oben ist ein Speicherpunkt, wenn ich das gleich sehe. Okay, wir können... guck mal, der ist ja eigentlich... der ist wie Aurelion Soul, wenn ihr den kennt aus League of Legends. Der hat auch immer seine komischen Dinger um sich rum. Okay, also bisher wirkt er aber auch noch nicht so stark. Kommt man auf jeden Fall gut an. Okay, jetzt sollte ich vielleicht doch mal einen Trank benutzen. Ey, das wäre so sad, wenn oben links einfach ein Speicherpunkt oder sowas wäre. Oder noch ein Herzcontainer oder so. Irgendwas, was ihn stärker machen würde. Ah, hier, krasse Attacken. Ui, ja, Chaka-Chu, Chaka. Nee, was passiert jetzt? Komische Sachen. Wirkt auf mich jetzt aber auch nicht so stark. Aber anscheinend ist es stark, weil man dem nicht so gut ausweichen kann. Vor allem, wenn er dann noch immer im Weg ist. Shit. Ach man, hätte ich volle Leben gehabt von Anfang an, dann wäre das hier bestimmt einfacher gewesen. Warte, wir können eigentlich da doch einfach mit unserer Fähigkeit durch. Ja, mit der Blitzfähigkeit kann man da immer gut durch, glaube ich. Weil man hat doch eine kleine... man ist kurz unverwundbar, wenn man diese Blitzfähigkeit einsetzt. Ah, wir starten gleich hier. Oh, das ist nett von dem Dungeon. Das ist sehr nett, dass wir gleich vor Valion starten. Allerdings ein bisschen blöd, weil wir trotzdem keinen Herb haben. Okay, wir haben hier diesen... okay, also wir müssen das alles nicht nochmal machen, sondern wir kommen gleich am Anfang raus, wenn ich das hier richtig sehe, ja. Okay, das heißt, wir können uns auf jeden Fall immer wieder eindecken. Das ist nett. Dann haben wir da so einen kleinen... oder einen großen... große Abkürzung uns geholt. Das ist nett. Vom Spiel. Ist also nicht vollkommen assig, das Spiel. Das ist auf jeden Fall human, dass man hier immer abkürzen kann. Das ist schön. Gut, Second Try. Diesmal haben wir mehr Leben. Ja, ich will da rein. Sprungtaste zum Überspringen. Okay. Sprungtaste zum Überspringen. Drücke ich. Funktioniert nicht. Funktioniert doch. Okay, also seine erste Phase finde ich tatsächlich nicht so schwer. Man muss halt nur auf die... eigentlich muss man ja nur auf die Bälle drauf achten. Und ansonsten kann man ihn die ganze Zeit angreifen. Shit. Wenn man natürlich so blöd ist wie ich und immer gegen ihn gegen hüpft, dann bringt das auch nichts. Okay, warte. Wir gehen da jetzt mal ein bisschen sachlich an die Sache. Sache ran, funktioniert halt nicht. Ah, wenn man in der ersten Phase schon so viele Leben verliert, ist das doch kacke. Geh weg! Keiner mag dich! Nobody likes you, everyone hates you. Mann! Okay, ich glaube, das läuft gerade schlechter als eben.
Eigentlich muss er nur an seiner Kugel drinstehen, wenn er unten ist. Also wir warten, bis er auf dem Boden ist. Und sobald er auf dem Boden ist, komm, komm mal runter. Dann kann man nämlich richtig easy... Scheiße. Einfach hier unten stehen und dann ist alles cool. Funktioniert halt nicht so gut. So, da können wir einfach mit... Eigentlich können wir da einfach mit dem Blitz durch, ja. Okay, wir haben keine Leben mehr. Ich weiß nicht, ob das langt mit den Leben, die wir jetzt haben, wenn wir einfach die ganze Zeit auf ihn raufknüppeln. Das hat ja bei den anderen Bossen auch immer gut funktioniert eigentlich. Raufknüppeln, raufknüppeln, die ganze Zeit raufknüppeln. Eventuell ziehen wir genug Leben ab, eventuell ziehen wir genug Leben ab, eventuell ziehen wir genug Leben ab. Ich denke aber nicht. Oh, er hat noch eine dritte Phase. Jo, alles klärchen. Okay, wir müssen einfach nur auf oben achten. Er kommt aber auch immer wieder. An sich aber nicht so schwer, diese Phase. Also man trifft ihn halt nie, das ist blöd. So, dann mache ich das jetzt so. Ich springe immer, wenn er kommt. Hier ist man sicher, wo ich gerade stehe. Und wenn er oben ist, dann schlage ich ihn halt einmal. Und ich vergesse es halt immer wieder, lol. Hä? Oh nein, er macht irgendwas anderes. Warum? Warum tut er das? Jetzt kommt von unten auch noch die Kacke. Oh, er hat einfach vier Phasen, ey. Oh, ich dachte, ich wäre jetzt voll cool und würde einfach seine dritte Phase da so easy peasy machen, aber nope. Oh, Leute. Dann farme ich jetzt noch mal kurz ein paar mehr von den Herzen. Irgendwo kriegt man bestimmt noch welche her. Ach stimmt, hier gab es ja auch noch was, ne? Oben links müsste irgendwas sein, hier waren wir noch nicht. Das ist jetzt rechts von Valions Burg. Ich bin hier einfach noch mal lang gegangen, weil ich gucke jetzt einfach überall, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Und oben links waren wir auf jeden Fall noch nicht. Das war uns nämlich damals zu schwer, das weiß ich noch. Aber vielleicht kriegen wir es ja jetzt inzwischen hin. Ups. Also zum... Nein. Ah, ich glaube, wir hatten damals die Feuerfertigkeit noch nicht, ne? Gehen wir hier einfach einmal rüber und jetzt bin ich gespannt. Was haben wir denn hier? Noch mehr Caves? Okay, alles klärchen. Da oben sind diese komischen Gegner, aber macht uns nichts, glaube ich. Die sind ja auch alle One-Hit, oder? Ja. Guck mal, uns zieht ja gar nichts mehr ab. Wir sind schon viel zu OP für diese Low-Level-Dinger hier, jetzt ohne Witz. Wir müssen auch überall drauf achten, ob vielleicht in dem Eis irgendwo noch eine Kiste drin ist oder sowas. Ist ja auch gerne mal... Oh, eine goldene Truhe! Okay, zumindest schon mal ein Herzteil. Wo kann man noch hin? Okay, Leute, wir farmen jetzt einfach mal alle dieser Herz-Container ab. Ich habe jetzt mal einen Guide aufgemacht, weil ich keine Lust habe, die alle zu suchen. Irgendwann würde ich sie finden. Auf jeden Fall ist hier in dieser Cave anscheinend auch noch ein Herzteil. Also hier bei Palulustadt oder was das ist? Ne, ist nicht bei Palulustadt, ist bei... Doch, bei Palulustadt. Ja, Palulustadt. Links von Palulustadt. Dann hier in diese Höhle rein. Dann geht die hier einfach einmal durch. Und ganz links gibt es dann diesen Ort. Dafür braucht er allerdings die Wasserfähigkeit und dann kann man hier hoch. Guck mal, hier gibt es auch noch eine Feuerfähigkeit. Was, wo kommt man denn raus, wenn man hier reingeht? Ach so, hier ist das Herzteil, genau. Guck mal, hier ist nämlich so ein Aphroditen-Ding, keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Nein, ich habe keine 35.000. Lol, hi. In dieser Höhle kannst du goldene Schleime finden, sie verschaffen dir ein oder 10.000 Edelsteine. Versuch dein Glück, wenn du einen siehst. Ach, dafür sind die goldenen Schleime da. Die sind bestimmt hier auf der linken Seite. Da kann man dann also ganz viel Geld farmen. Das ist natürlich auch mega geil. Ne, hier ist nix. Hä, aber waren wir hier schon mal? Ich hab die Befürchtung... Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Hier unten sind die blauen Schleime und so. Ja. Okay, der gibt uns nur einen. Ah, also hier wären wir so oder so irgendwann nochmal hingekommen. Die können wir halt nicht vernichten mit unserem komischen Schwert, weil die nur Schaden bekommen von... Iron Swords. Aber ich find's sehr schön, dass der eine Schleim, der das Agelos-Schwert dabei hatte, jetzt einfach nicht mehr da ist, weil wir ihn ja vernichtet haben. Gut, einmal probieren wir es noch. Komm schon, gib mir 10.000 Gold! Nö, er will nicht. Will uns keine 10.000 Gold geben. Aber wir haben jetzt sowieso 35.000. Also für das Herzteil langt es zumindest. Ich hoffe, es kommen nicht noch mehr Herzteile, wo man Geld braucht. Weil ich bin gerade ein bisschen knapp bei Kasse. Vielleicht hätte ich das nicht für Leben ausgeben sollen. Ach toll, jetzt bin ich hier runtergefallen. Dann probieren wir es doch noch mal kurz aus. Komm, gib mir 10.000. Nein, er will einfach nicht.
Ich falle hier jedes Mal wieder runter. Ich komme da nicht rüber, weil ich so doof dafür bin. Komm schon, jetzt 10.000. Ja! Okay, wir haben zumindest einmal 10.000 bekommen. Okay, also es stimmt, was der kleine süße Dude gesagt hat. So, also ein Herzteil wieder mehr. Dankeschön. Dann gibt's noch zwei, weil dann hätten wir genau zwei Reihen voll. Denke ich aber mal, dass es da noch zwei Stück gibt, oder? So, das nächste Herzteil ist hier im Abgrund. Da hatten wir ja noch diesen Zitteraal. Und jetzt mit unserer Elektrofähigkeit können wir den auf jeden Fall elektrisieren. Also einfach nach zum Abgrund gehen und dann, glaube ich, ist das... Genau, da oben. Ja, waren wir doch schon da. Okay, also dafür braucht man auch wieder die Blubberfähigkeit auf jeden Fall. Dann hier einfach hoch. Und ich denke einfach mal, man muss den mit dem Elektroschwert anhauen. Damit verletzt man sich halt selber. Aber dann sollte der auf jeden Fall auch sein. Auch sein Herz uns geben. Hui, oh ja, jetzt habe ich wieder Energie, denn ich bin ein kleiner Zockaal. Danke, Fremder, ich fühle mich großartig. Jetzt kann ich nach Hause zurückkehren. Ja, tschüss. Auf Wiedersehen, hab dich lieb. Danke für dein Herzteil. Gut, fehlt, glaube ich, nur noch eins. So, das letzte Herzteil ist in Celestia, aber da wäre es wirklich niemals drauf gekommen. Und zwar muss man hier so mit dieser Fliegenattacke rüber und mit dem Blitz. Und dann ist hier oben nämlich anscheinend erstmal ein Gegner, beziehungsweise zwei Gegner. Und hier unten ist dann dieser komische Baum, von dem er gesprochen hat. Und den muss man einmal mit der Wasserfähigkeit besprühen. Und dann einmal mit der Erdfähigkeit. Nichts passiert. Okay, aber irgendwie so ging das. Ich glaube, ich war einfach nur zu langsam. Also erst Wasser, dann Erde und dann wächst er. Und ihr seht schon, das linke hier ist auf jeden Fall ein Herzteil. Und wir haben alle Herzen. Und übrigens auch schön, dass hier die Wolken einfach Herzen formen. Finde ich sehr schön. Gut, damit sind wir voll mit dem Herzen. Fehlt noch ein Magieding, das hole ich natürlich auch noch. So, der letzte Magieob ist hier in der Bosco-Höhle. Da braucht man auf jeden Fall diese Blitzfähigkeit. Und so wie ich das verstanden habe, muss man hier einfach hoch. Ja, also hier hoch. Blöde Geister. Da braucht ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr Magie schon von Anfang an. Und halt diese Blitzfähigkeit, damit wir hier rechts durchgehen können. Okay, kannst du bitte einfach weggehen. Übrigens sind hier diese komischen Elektrodinger, die sind immer woanders. Irgendwie, das ist entweder ein Bug, weil ab und zu kommt man dann gar nicht hoch. Oder keine Ahnung, was hier los ist. Auf jeden Fall stimmt da irgendwas nicht. Und dann seid ihr hier und ihr müsst jetzt quasi, ich hoffe, das funktioniert, einmal ganz rüber. Shit. Da oben rechts ist nämlich auf jeden Fall der letzte Magie-Orb. Nehmen wir doch einfach den Geist hier mit. So, dann haben wir auf jeden Fall 5 Magie, das sollte lang. Und jetzt werden wir versuchen, da einfach rüber zu gehen. Das sollte lang, ja. Und hier ist dann der letzte Magie-Orb. Und damit sind wir voll mit allem. Keine Errungenschaft für die Magie-Sachen? Das ist ja lame. Doch, da. Magic is the bomb. Cool. So, jetzt haben wir alles Magie und alle Herzen. Und jetzt sollte ja wohl Valion kein Problem mehr sein, oder? Mehr weiß ich nicht. Mehr gibt's nicht. Und da dann auch nochmal Danke an Master Sword. Ja, der heißt Master Sword. Der hat mich einen Guide dazu erstellt, wo die ganzen Dinger hier zu finden sind. Sehr nett, wenn es solche Leute in der Community gibt. Und dann können wir jetzt auf jeden Fall nochmal gegen Valion antreten. Damit haben wir dann auch alle Secrets in diesem Spiel. Das ist doch schön, habt ihr alles gesehen. Stimmt gar nicht. Uns fehlt noch das Drachenschwert. Und eine Schriftrolle. Okay, die muss ich auch noch finden. Erst dann können wir wirklich gegen Valion kämpfen. Wir müssen schon so gut vorbereitet sein, wie es geht. Und die Schriftrolle soll hier in den dunklen Wolken sein. Und dann immer nach unten links gehen, haben die gesagt. Beziehungsweise der Dragonclaw, hier wahrscheinlich. Der Dragonclaw hat das gesagt. Und hier soll dann der Trainer... Ach, hier unten, ja, Tatsache. Wieso bin ich denn hier nie lang gegangen? Man weiß es nicht. Hallo, kleine Motte, was gibst du mir denn Schönes? Ich bin Kampftrainer Leuchtkäfer. Klingt nett. Nimm dies, junger Krieger. So, ich bin sehr gespannt. Jetzt haben wir da auf jeden Fall auch die Errungenschaft. Dann kann ich wirklich einen 100% Run hier machen. Nee, geht nicht, weil ich schon über Level 10 bin. Hm, verdammt. Aber 99% Run ist das hier. Du hast die Leuchtkäferschriftrolle. Halte die Angriffstaste gedrückt, um eine Leuchtkugel zu erschaffen. Nur mit dem heiligen Schwert von Argelos. Argelos, das haben wir ja zum Glück. Was? Die Angriffstaste? Die Angriffstaste. Ling. Wow. Das macht bestimmt Schaden. Schubling. Ah, guck mal, dann leuchtet unser Schwert. Und wenn ich dann erst loslasse, dann macht er es erst. Kostet allerdings 2 Magie. Das heißt, jetzt kann ich es nicht mehr machen. Nee. Kostet 2 Magie und der bleibt dann anscheinend da liegen. Damit können wir bestimmt richtig... Damit können wir bestimmt richtig easy Valion töten. Ich
Bin gespannt, Leute. Das macht bestimmt mega den Schaden. Also in seiner dritten Form, wo er die ganze Zeit da so komisch rumfliegt, ist das bestimmt richtig gut. Hält nicht allzu lange an, aber wird uns bestimmt helfen. Ah, hier gibt's das Drachenschwert im Vulkan. Einer führt zum Drachenschwert, der andere zum Feuertempel. Ach so, stimmt, das haben wir uns doch alles aufgeschrieben. Ich bin so ein Volldepp, Leute. Also den einen Weg, den haben wir gemacht, damit wir aus dem Labyrinth rauskommen. Und es gibt ja natürlich noch einen anderen Weg, aber den haben wir uns aufgeschrieben. Und der heißt unten, rechts, das habe ich mir zum Glück alles aufgeschrieben. Dann links, dann wieder nach unten und wieder nach rechts. So, und hier ist dann der Shop. Oh, nicht mal ein Shop, man kriegt einfach das Drachenschwert. Oh, ich bin so dumm. Ich hab mir das aufgeschrieben. Das steht hier vor mir auf dem Papier drauf. Aber ich hab's mir einfach nicht geholt. Ich hab mich nicht mehr gewundert, warum ich das überhaupt aufgeschrieben habe. Guck mal. Ein Aoppeltreffer macht er nämlich. Der gute Aoppeltreffer. So, dann haben wir da auch alles. Haben wir noch ein weiter. Jetzt haben wir hier alles. Noch eine weitere Errungenschaft. Alles toll. So, jetzt können wir zu Valion. Jetzt haben wir nämlich wirklich alles. Ich hab jetzt noch ein paar Leben leider verloren. Das war ein bisschen blöd. 4 Leben weniger. Aber sonst sind wir ja stärker, von daher, hier, komm her jetzt. So, ich vernichte dich jetzt, ich hab keinen Bock mehr auf dich, ohne Witz. So, warte, wir haben noch irgendeine neue Fähigkeit bekommen, ne? Hier, diese. Ah ja, guck mal, die macht sogar wirklich viel Schaden. Die setzt sich jetzt einfach die ganze Zeit ein, Leute. Hier, geh da rein und vernichte dich selber. Ja, doch, ist ganz nett. Die setzen wir jetzt einfach die ganze Zeit ein und dann ist cool. Ey, mega gut, ja, macht sogar viel Schaden. So, dann müssen wir nicht die ganze Zeit an den Rand stehen. Das finde ich sehr, sehr gut. So, hier. Oh, wenn man dann noch Magie wiederbekommen würde, wenn da ein Gegner drin steht, das wäre ein Träubchen, ist ohne Witz. So. Oh, das wird uns so doll helfen. Diese Fähigkeit ist super gut. Oh, wir müssen unseren Herb schon nutzen. Das ist jetzt aber blöd. Haben wir doch ein paar mehr Leben verloren, als zunächst angenommen. Hier. So. Ach, die zweite Phase mag ich so gar nicht. Aber die ist wahrscheinlich auch noch okay. Oh, wir müssen auf jeden Fall einen Trank einsetzen. Ich glaube, wir sind schlechter als beim letzten Mal, leider. Aber wir haben mehr Leben. Mal gucken. Wenn wir jetzt einfach die ganze Zeit hauen, der macht ja richtig viel Schaden, wenn er mal trifft. Guckt euch mal den Schaden an, den er macht. Hä? Oh, ich habe eine falsche Rüstung an. Ah, ich habe noch die Feuerrüstung an. Da sieht man mal, wie krass diese Rüstung eigentlich ist. Was für ein Unterschied die macht. Aber ja, von 63, das sind nur 20 Unterschied, aber das macht so einen krassen Unterschied. Na toll, jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal zurücklaufen, weil mir wieder ein Herb fehlt. Und jetzt decken wir uns auch mit so einem Elixier hier ein. Das kostet zwar 20.000, aber ich habe gesehen, diese großen Tränke, die heilen nämlich nur 10 Herzen und wir haben 20 Herzen. Also ist das Elixier auf jeden Fall besser. Das, im Late Game lohnt sich das. So, letzter Try hoffentlich. So gut wie keine Magie, aber dafür die richtige Rüstung an. Auch das richtige Schwert ausgerüstet. Okay, go, go. Wir haben Herb, wir haben komische andere Sachen. Wird schon gut gehen. Wir müssen ihn auf jeden Fall einmal hitten, damit wir dann unsere coole Attacke machen können. Das war jetzt natürlich super dumm eingesetzt. Aber guck, jetzt kriegen wir auf jeden Fall schon sehr viel weniger Damage. So. Hier, bitteschön. Ja, so läuft das auch gleich viel besser. Das war eben richtig blöd. Der hat dann sofort 4 Leben abgezogen mit einem Hit. Hab mich schon gewundert. Naja, logisch, wenn man die fucking falsche Ausrüstung anhat. Mann! Oh, komm her. Sonst wären wir jetzt wahrscheinlich schon wieder tot mit dem Herb. Weil die erste Phase sollten wir wirklich einfach schaffen. Ohne einen Herb zu verlieren. Okay, das war knappi. Hier, nimm das. Okay, erste Phase ist kaputt. Zweite Phase ist assig, aber ich habe eben für mich entdeckt, dass ich hier in der Ecke eigentlich ganz gut fahre. Weil ich dann... Okay, doch nicht. Lolo, Leute. Weil ich dachte, ich könnte dann vielleicht über die Dinge einfach rüber. Gut, dann greifen wir ihn einfach die ganze Zeit an und hoffen, dass er uns nicht allzu viele Leben abzieht. Hier, komm, stirb, 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 stirb. Da, nimm das. Und angreifen, 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 angreifen. So, und diese Phase ist halt super assig. Aber auch nicht so assig, weil wir wissen ja, wo wir safe sind. Und wir müssen einfach nur... immer über ihn rüberspringen. Und halt immer mal... das Ding einsetzen. Dann sollte das eigentlich ganz gut gehen. Unseren Herb haben wir noch. Ich setze den Trank wieder erst nach dem Herb ein. So. Eventuell soll ich... Ich lasse ihn jetzt die ganze Zeit einmal im Kreis rumlaufen, damit ich ein bisschen Magie habe. Für die letzte Phase, dass ich da dann die ganze Zeit diese Lichtessenz
Dingsbums einsetzen kann. Diese komische Fähigkeit, die immer 2 Magie kostet. Ich glaube, das ist besser, als wenn ich das jetzt verbrauche. Und jetzt bin ich ja halt safe. Okay, er macht das einfach nach irgendeiner Zeit. Okay, das ist interessant zu wissen. So, dann greifen wir jetzt einfach die ganze Zeit an und hoffen, dass er dann mit der Zeit stirbt, so wie wir es immer gemacht haben bei den Bossen, Leute. Okay, komm, wir setzen unseren Trank ein. Die sollte aber diesmal gut gehen. Komm, wir haben hier nochmal einmal volle Leben. Einmal voll machen bitte, dankeschön. Aber ich glaube, der andere Trank hat uns auch voll gemacht, oder? Ich habe da nie drauf geachtet, ob er wirklich nur 10 Leben heilt. Kann sein, dass er tatsächlich auch mehr heilt. Aber ich glaube, so soll das gut gehen. Er soll schnell genug Leben verlieren, dass wir ihn vernichten. Ja, einmal noch, dann ist er weg. Und Valian besiegt. Come on. Dankeschön. War's das? Bitte, bitte. Ich habe keine Lust mehr auf Argelos. Ja. A true hero emerged victory. Was für ein Narr. Du weißt nicht, was du gerade getan hast. Ich hatte die Essenz der Elemente. Die dunklen Kreaturen konnten in der Welt des Lichts nur überleben, weil ich ihnen die Macht dazu gab. Hinter diesem Riss befindet sich der König aller Kreaturen, der Dunkelheit, die Sintflut. Und ich gab ihm die Essenz aller Elemente. Nichts kann ihn aufhalten, in der die Welt einzufallen. Die Risse werden größer werden. Es wird Welle um Welle seiner Kreaturen schicken und die Welt des Lichts verschlingen. Ich wollte diese Welt kontrollieren, aber die Sintflut ist erst zufrieden, wenn sie zerstört ist. Kommt jetzt noch ein Boss? Bitte nicht. Bitte sei der letzte Boss. Ich bin zufrieden, wenn das Game jetzt zu Ende ist. Nope, es kommt noch ein Boss. GG. Gut, Leute, einen haben wir noch. 20.000 XP haben wir bekommen für Valion. Und jetzt müssen wir noch gegen die Sintflut. Machen wir doch die Sintflut, ich will nicht nochmal. Hab mir leider kein Elixier leisten, aber gut, wir schauen mal, was uns da erwartet. Bestimmt so ein richtig schwacher Gegner. Oder? Bitte? Bitte ein schwacher Gegner? Oh Gott. Hoffentlich so einer wie in den anderen Dunkelheitsdingern. Ich habe keine Lust, nochmal gegen schweren Boss zu kämpfen, to be honest. Wirklich nicht. Okay, wir sollten vielleicht ein bisschen Geld mitnehmen, damit wir eventuell nochmal auf 20.000 kommen. Falls wir das beim ersten Try nicht hinbekommen. Die Dinger sind richtig assig. Lichtessenz-Attacke! Hat er da Angst vor? Nee. Sah gerade so ein bisschen so aus, ne? Als wenn er da Angst vor hätte. Ich will ehrlich gesagt nicht gegen ihn kämpfen. Ich mag diese Viecher nicht. Diese komischen großen Geister, die sind voll assig. Ja, stirb einfach dran. Stirb an deiner eigenen Unfähigkeit. Wir haben so viele Leben. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn ich einfach an ihn vorbeigehen würde. Ohne ihn zu besiegen. Na ja, so, schauen wir mal. Hier kommt wahrscheinlich schon der Boss. Ja, hallo, was bist denn du? Die Sintflut? Was, wie sieht die Sintflut aus? Hallo? Ja, Tachchen? Ich bin Argelos. Wie geht's denn so? Okay. Du bist ein bisschen größer als die anderen Gegner. Bist du Son Goku in Schwarz? Oh nein, du musst halt echt nochmal kämpfen. Wow, okay. Okay, was muss ich machen? Ich kann nur seinen Kopf angreifen, oder was? Tatsache. Ich denke mal, diese Viecher machen sehr viel Damage, wenn sie treffen. Oh, das kann ja ewig dauern. Jetzt hier der Mega-Satan, ja? Ist halt kacke, dass man nur seinen Kopf treffen kann. Okay, warte, wir machen das mit dieser Lichtattacke und dann treffen wir ihn auf jeden Fall häufiger, als wenn wir ihn immer nur einmal mit unserem Schwert hitten. Ich krieg gar keine Magie dazu. Merke ich gerade. Nicht mal, wenn ich ihn so... Doch, okay. Ah, ich habe ihn immer nur mit der Spitze getroffen, deswegen. Das macht Sinn. Ja, aber der ist doch super einfach. Da fand ich Valion schwerer. Also auf jeden Fall von der ersten Phase. Da kommt bestimmt noch mehr. Aber den Dingern kann man auf jeden Fall gut ausweichen. Okay, seine Augen sind jetzt kaputt. Was leuchtet jetzt? Da, sein Körper leuchtet jetzt. Okay, also jetzt auf seinen Körper. Das war die Frage, wir studieren ihn erstmal ein bisschen und gucken, was er so für Attacken macht. Aber anscheinend auch nicht so krasse. Kommt man auf jeden Fall gegen an. Er macht halt auch solche Kugeln wie Valion. Aber die kann man ja eigentlich gut ausweichen. So, sein Auge ist auch weg. So, was jetzt? Wir müssen wieder nach oben. Aber jetzt sind hier auf jeden Fall mehr Geister. Okay. Gerade aber noch relativ human, würde ich sagen. Von dem, was er macht. Wir haben noch unseren Herb, alles gut? Shit.
Jetzt ist nicht mehr alles gut. Oh, nee. Okay, nee, diese Geister sind schon echt assig. Zieht der zwei Leben ab, wenn er einmal trifft? Weiß ich halt nicht. Setzen wir unseren Trank ein und achten jetzt auch mal drauf, ob er uns voll heilt oder ob er wirklich nur 10... Oh, er heilt wirklich nur 10 Leben. Das ist natürlich schlecht. Oh, ach so, jetzt ist wieder unten sein Auge dran. Aber sein Auge finde ich tatsächlich einfacher. Weil da halt nur diese Kugeln sind und den kann man relativ gut ausweichen. Aber ich glaube, ich schaffe das trotzdem nicht. Zwar knapp, aber ich schaff's leider trotzdem nicht. Vor allem, man kann einfach nicht springen. Nee, das schaffe ich nicht. Während man seine komische Attacke hier auflädt. Also man kann nicht diese nach oben Attacke machen. Ja, RIP. Ah, der wird ja nochmal richtig assig. Aber ich kann ja nicht stärker werden, außer mit Leveln. Gut, Leute, nach stundenlanger, das hat wirklich eine Stunde gedauert, unnötigen rumgegrinde, bin ich jetzt endlich Level 19 und kann den Rest hier ausgeben, um Level 20 zu werden. Sollt an sich lang. Und dann haben wir das maximale Level, weil Level 20 ja anscheinend das maximale Level ist. Und ich habe dann sogar noch genug Geld, um mir ein Elixier für 20.000 zu kaufen. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwo vielleicht günstiger war. Aber ist egal. Ich kaufe das dann für 20.000. So, maximales Level. Nicht? Okay, wir haben immer noch 100.000? Okay, ich habe das falsch berechnet, Leute. Hä? Okay, egal. So, Max Level. Woo, yeah. Wow, wow, wow. Ich weiß immer noch nicht, was Max Level bringt und ob die Level überhaupt irgendwas bringen. Ob die uns irgendwie stärker machen. Aber egal. Wee, Max Level. So, und ich habe mitbekommen, dass anscheinend dieses Wasser, das wir mit uns haben, das füllt anscheinend auch ein paar Leben auf. Nicht so viele, aber zumindest ein paar. Vielleicht ist das ja dieses kleine Funken-Bisschen, was uns noch fehlt. Wir probieren es auf jeden Fall nochmal. Oh Gott, das kann was werden, ey. Vor allem jetzt, wo ich eine Stunde einfach nur gegrindet habe, weiß ich doch gar nicht mehr, wie man kämpft. Ich habe die ganze Zeit wirklich nur einen komischen Gegner besiegt. Gegen den kämpfe ich diesmal nicht, ohne Witz. Ich habe hier keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Nein! Ich will da einfach nur durch, ohne viele Leben zu verlieren. So, danke. Dann haben wir zumindest volle Leben, haben unser Herb-Ding. Wir müssen hier auf jeden Fall hoch, weil wir ihn hier oben ja treffen müssen. Wir können eigentlich unser Teil hier mal aufladen. Aber ich muss wirklich weiterlaufen, damit er aktiviert. Super lame. Hi. Damit habe ich meine Lichtfähigkeit abgegeben. Das ist super dumm. Aber okay. Oh, jetzt mach. Hier, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Gut, dann let's go. Mal gucken, ob wir es diesmal schaffen. Wir müssen ihn auf jeden Fall mit unserem Schwert hitten, damit wir ihn erstmal Magie aufladen, bevor wir irgendetwas machen. Die erste Phase ist zum Glück wirklich mega einfach. Also da kann man super easy ausweichen. So, komm her. Hier, ich habe eine komische Fähigkeit für dich. Naja, nicht in diesem Laser stehen, das wäre ganz gut. So, dann nimm das. Aber vor diesen Dingern kann man wirklich mega gut ausweichen. Hier sollten wir auch safe sein, können wir ein bisschen angreifen. Die erste Phase ist halt wirklich sehr, sehr einfach. Die zweite Phase geht eigentlich auch. Bei der bin ich aber drauf und dran, einfach immer zu hüpfen, weil mich trifft meist sowieso nichts, wenn ich hier die ganze Zeit nur so rumhüpfe. Klar, er trifft mich ab und zu mal, aber nicht so wirklich häufig. Also nicht so häufig, wie er mich treffen könnte zumindest. So, jetzt kommen hier natürlich blöde kleine Gegner. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die uns nicht allzu viele Leben abziehen. So. Oh, wir treffen ihn sogar von hier unten, wenn wir wollen. Wenn wir hochhüpfen. Wieso töten wir den nicht One-Hit? Das ist auch kacke. Ah, wenn man da oben bleiben könnte, das wäre so toll. Aufladen, Attacke. Noch einmal einfach. Einfach die ganze Zeit aufladen und... Hä? Jetzt ging das jetzt mal nicht. Lad den Scheiß jetzt auf. Irgendwie funktioniert das ab und zu nicht. Ah, okay. Man kann das aufladen und dann zumindest eine Sprungattacke machen. Das wird gehen. Der ist weg. Wir brauchen erstmal unser Herb wieder.
Und warte, wir gucken einmal kurz, wie viel das Fläschchen denn heilt. Okay, fast gar nichts. Aber zumindest 3 Herzen. Ist doch schon mal schön. Zumindest ein paar mehr Leben. Da sag ich nicht nein, Leute. So. Herb ist leider geused worden. Aber wir haben noch unser... Wir haben ja noch dieses komische große Fläschchen. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall sehr. Ich hoffe nur, uns zieht ja nichts 4 Leben ab. So wie bei diesem komischen Bischof-Dude. Jetzt muss ich leider dieses Fläschchen einsetzen. Er ist jetzt in seiner letzten Phase, so wie ich das mitbekommen habe. Wir haben noch einmal volle Leben. Also wir sind auf jeden Fall besser aufgestellt als beim letzten Mal. Und ich glaube, dieses Level, das wir hier uns geholt haben, bringt auf jeden Fall auch einiges. Come on, einfach Damage machen. Komm, er ist doch tot. Ja, nice, danke. Oh, man braucht so viele Leben, um das zu machen. Und ich glaube, ohne Level 20 hätte ich das auch nicht geschafft. Nein, wehe, da kommt noch irgendwas. Ich habe schon meine Errungenschaft bekommen. Ende? Ende im Gelände? Endlich Ende? Endlich Schluss mit diesem Kackspiel? Habe ich es aufgenommen? Ja, okay. Ist doch kein Schwarzbild, ne? Gut. Oh nein! Die Welle ist gestorben! Meine Güte, dieses Spiel. Und dann denkst du, du hast den letzten Boss besiegt und dann kommt einfach noch ein krasserer Boss am Ende. Ist schon assig, Leute. Und es gibt einfach eine Errungenschaft, da soll man das schaffen. Nein, der Kleine. Ja, wir haben ihn gerettet. Es darf niemand mehr sterben neben Gustav. Gustav ist der Einzige, der gestorben ist. Ich erwarte jetzt aber eine Parade, to be honest. Oh, Gustav lebt ja doch noch. Wieso lebt Gustav noch? Eure Majestät! Er hat es getan! Er hat die Weisen der Dunkelheit besiegt und ist zurückgekehrt! Ja, krieg ich jetzt doch noch meine Anerkennung, ja? Aber wieso denn mit dieser normalen Rüstung? Das ist ja lame. Ich hab doch die Agelos-Rüstung, Leute. Aber ich bin natürlich ein Held, der nicht angeben muss mit seiner Rüstung. Ja, deswegen komme ich mit meiner legeren Rüstung. Ich habe nicht gelesen, was er gesagt hat. Du hast also Valion und seine Armee der Dunkelheit besiegt. Das Königreich Lum ist gerettet. Wir danken dir. Ich weiß nicht, wie ich dir deine Tapferkeit vergelten kann. Kannst du mir das Königreich geben, zum Beispiel? Oh, jetzt hier Plot Twist. Was geschieht? Weiß ich auch nicht. Ich werde jetzt, glaube ich, zum Engel, weil die ganz oft vom Engelsein gesprochen haben. Es gibt böse und schlechte Engel. Oh. Ja, töte die Prinzessin. Sehr gut. Von daher, ja. Wir werden ein Engel. Alter. Und tschüss, Leute. Auf ein immer Wiedersehen, ihr dummen Menschen. Wo ist der hin? Er ist verschwunden. Richtig. Habt ihr nicht gesehen? Meine geilen Engelsflügel. Es tut mir leid, Prinzessin. Er ist zu den Göttern zurückgekehrt. Ach, ich war von Anfang an ein Engel. So verabschieden sich Engel, wenn sie ihre Aufgabe erfüllt haben. Du meinst das? Ja, er war ein Engel. Die bedeutendsten von ihnen nennt man Agelos. Und so einer war er. Stimmt, ich habe Agelos auch schon mal irgendwo gehört. Es tut mir leid, dass ich euch das nicht zuvor preisgegeben habe. Du wusstest, dass er gehen wird und du hast es mir nicht gesagt. Warum? Wenn dir oder ihm das bewusst gewesen wäre, dann hätte das womöglich seine Mission scheitern lassen. Deshalb also konnte er die Elemente aufnehmen. Ja, genau wie Valion. Aber Valion wählte einen anderen Pfad. Prinzessin, mache dir keine großen Sorgen. Wir werden ihn alle vermissen, aber... Wisse, dass er immer noch da ist. Irgendwo. Wird er irgendwann zurückkehren? Ach, kein Engel ist jemals nach Erfüllung seiner Aufgabe zurückgekehrt. Schön. Credits. Der Agelos wurde geschickt, um die Bewohner von Lume zu retten und zu führen. Sie werden sich von ihm beseelen lassen und ihr Bestes tun, um den Frieden zu bewahren. Dann war Valion halt ein
böser Engel. Wie gesagt. Und wir sind der gute Engel, um den bösen Engel zu vernichten. Classic, Leute, Classic. Er wird auf ewige Zeit für alle ein Leitbild sein. Kann der Text ein bisschen schneller gehen? Der ist mir ein bisschen zu langsam. Die Bewohner von Lumen versammeln sich regelmäßig an der Statue des Agelos. Ich krieg eine eigene Statue. Zeig mal her. Eine Statue ist schon cool. Guck mal. Oh, richtig episch. Und gleich bei dem... Stimmt, wir sind bei dem Flugvolk. Wieso leben wir nicht einfach bei denen? Die haben auch alle Flügel. Das sind doch auch dann Engel, oder nicht? Ha! In jedem Gebiet ist eine Statue. Wie cool sind wir denn, Leute? Diese Quallen habe ich nie gesehen. Diese Elektroquallen, glaube ich. Da auch. Alle sind so da. Und bewundern mein schönes Antlitz. Wieso ohne Flügel? Wäre doch viel cooler mit Flügel. Als Engelstatue. Guck mal, der coole Dude ist auch da. Wie cool er da rumsitzt. Er hat ganz schön viele Charaktere an sich, ne? Für so ein kleines Spiel. Und so viele verschiedene auch. Hatten zwar nicht wirklich Persönlichkeit, die ganzen NPCs, aber sie waren da. Guck mal, der Affe! Die großen Affen. Und es gibt einen kleinen Affen. Oh, das war mir gar nicht bewusst, dass es eine Affenfamilie ist. Und natürlich im Schloss. Guck mal, der König hat sogar seine Krone abgenommen. Oh, Prinzessin, weine nicht. Hallo König, du musst deine Prinzessin in den Arm nehmen, sie weint. Blöder König, ohne Witz. Ja, keine Ahnung. Vom menschlich sein. Schön, das war also Agelos. Ich habe tatsächlich mal ein Spiel durchgespielt und aber genau das zeigt mir, dieses scheiß Ende, dass ich hier die ganze Zeit grinden musste und alles, zeigt mir schon wieder, warum ich Spiele eigentlich nicht durchspiele, weil es am Ende einfach immer scheiße wird und meistens ist das Ende sowieso nicht gut. Hier, ja, ich... Bin zufrieden mit dem Ende, ist schon okay, dass wir ein Engel sind. Das hat zumindest dann so eine hochtrabende, keine Ahnung, so ein hochtrabendes Ziel, warum wir da waren. Und nicht, dass wir einfach nur der Held sind, um alle zu vernichten, sondern wir sind halt ein von Gott geschickter Engel, um irgendwas zu machen. Zwar auch blöd von Gott irgendwie, guck mal, der Opa. Blöd von Gott, dass er uns nicht sagt, was wir machen sollen, dann wären wir vielleicht noch ein bisschen mehr Eifer daran gegangen in die Sache. Aber gut, so ist das dann halt. Und ich glaube mir das jetzt einfach mal von Kloxen. Ich bewerte dieses Spiel jetzt. Und zwar Grafik. Grafik fand ich sehr nice. Kriegt auf jeden Fall... Wie mache ich das jetzt? 9 von... Also 10er-Wertung oder 5er-Wertung? Da eine 10er-Wertung doof aussieht, mache ich das jetzt mit einer 5er-Wertung. Ich klaue das jetzt wirklich von Kloxen einfach. Grafik kriegt auf jeden Fall eine 4,2... Wie will ich sagen? 4,25, also schon wirklich sehr hoch. Ja, von 5. Ich mag so einen Pixel-Stil einfach. Der ist minimalistisch, aber ich fand ihn trotzdem nice. Man kann ihn sich nice angucken. Und ich habe auch gesehen, wenn ich die Videos geschnitten habe, das sah alles schon echt schön aus, finde ich. Also ich fand's nice. Ich mag sowas. Keine Ahnung, wie ihr das seht, aber das ist halt meine Bewertung. Spielstil fand ich auch ganz gut. Außer diesen blöden fucking Herausforderungen des Spechts, wo man diese Nach-Unten-Attacke machen muss. Aber diese Nach-Unten-Attacken sind in jedem Kack-Spiel dumm. Deswegen... Das reißt das runter. Ich hatte aber Spaß. Guck mal, da ist noch ein Gegner, den ich nicht kenne. Irgend so eine komische Ratte, die ich nicht kenne. Okay. Da habe ich auch gesehen, es gibt noch eine Errungenschaft, dass man eine Ratte töten muss irgendwo, dass man eine Errungenschaft bekommt. Aber ich habe sie halt nicht gefunden. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ja, Spielstil hat sich gut angefühlt. So vom Movement etc. Auch von... Ne, auch von den einzelnen Fähigkeiten, die man bekommen hat. Die Fähigkeiten habe ich auch jedes Mal wieder überrascht, was es da so gab, etc. Ich habe ja immer davor schon gesagt, ja, vielleicht kriegen wir diese und diese Fähigkeit. Und das hat sich fast nie bewahrheitet. Also entweder bin ich schlecht im Raten oder die Entwickler haben halt wirklich da so Plot-Twists reingebracht. Von daher vom Spielstil kriegt das auch, na, sagen wir eine 3,8 wegen diesem einen Specht-Ding. Das fand ich einfach scheiße. Und Story. Story war halt lame, ist halt auch nur ein kurzes Spiel, 6 Stunden. An sich Story gut, böse, bla bla, ganz nett. Aber... ja, ist so eine semi-gute Story. Ich geb der Story eine 3. Eine 3. Ja, ja, 3 von 5. Was gibt's sonst noch? Musik. Musik fand ich super.
Ist jetzt nicht so richtig catchy, aber sie hat auch nicht genervt beim Spielen. Es war zwar immer wieder dieselbe Musik. Sie hat sich aber auch abgeändert, wenn ein Boss kam oder wenn man in irgendein Gebiet kam, wo irgendwas passiert ist. Sie ist vor allem aufgehört, wenn man gestorben ist. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Obwohl das so eine Kleinigkeit ist, aber ich finde sowas immer sehr wichtig. Von daher Musik auch 4 von 5. Ja, und sonst noch irgendwas bewerten? Ich weiß nicht. Spiellänge ist halt... Nee, Spiellänge bewerte ich nicht, Leute. Ich brauchte ein bisschen länger als der Durchschnitt. Ich brauchte jetzt, glaube ich, so 7,5 Stunden. Durchschnitt war 6 Stunden, wie gesagt. Artenvielfalt sehr hoch, aber sowas bewerte ich nicht. Ich glaube, diese drei Sachen sind okay fürs Bewertung. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr das Spiel bewerten würdet. Und Rang D, GG. Ich bin 44 mal gestorben. 7,5 Stunden brauchte ich, ja. Rang D ist ja richtig schlecht. Ich bin sehr schlecht in diesem Spiel anscheinend. 97% abgeschlossen. Mir fehlen auch drei Errungenschaften, glaube ich. Eine davon war, dass ich ohne zu sterben dieses Spiel schaffe. Das werde ich niemals schaffen. Dann ist eines noch, dass man das schafft, ohne Level 10 zu erreichen. Und noch so eine Ratte zu besiegen, glaube ich. Ja, aber das ist dann meine Bewertung. Insgesamt kriegt das Spiel von mir eine 3,5 von 5. Ist okay, das Spiel. Ja. Würde ich sagen, war's das mit diesem Let's Play. Ich bin zumindest froh, dass ich mal wieder ein Spiel durchgespielt habe und mich da durchgebissen habe. Aber ich merke schon wieder mental, dass mich das voll gefickt hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt jetzt in Zukunft wieder was Neues. Ich glaube, das freut die meisten, die hier Agelos nicht so mochten. Aber ja, an alle, die bis zum Ende hier dabei waren, danke an euch. Ihr könnt mir gerne sagen, wie ihr die einzelnen Punkte bewertet hättet bei Agelos. Und ja, dann sehen wir uns bei einem neuen Let's Play wieder. Und... ja, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.